Und es wird wirklich. Und später kann man dann auch am War of Imperium teilnehmen. Dann kann man dann zusammen mit seiner Gilde gegen andere Gilden kämpfen. Halt in einem Kampf. Moment, hier fährt gerade was Großes, Schweres vorbei. Um Burgen. Sprich, man hat dann als Gilde seine eigene Burg. Und kann dann, also der Leader kann dann täglich Treasure-Boxen öffnen. Das sind halt so spezielle Kisten, wo halt sehr rare Items drin sind. Teilweise auch einzigartige, die es halt nur in diesen Boxen gibt. Und die Gilde hat dann ihr eigenes Gilden-Dungeon, wenn sie eine Burg besitzt. Das ist ganz cool. Davor muss man natürlich aber erstmal hier leveln. Und wie gesagt, Ragnarok Online ist ein Spiel, da muss man einfach das Grinden mögen. Man braucht sehr viel Geduld für das Spiel. Aber wem es gefällt, dem gefällt's halt, ne? Und mir gefällt's. Übrigens, wenn ihr auch Ragnarok Online spielt, ihr dürft mich gerne anschreiben. Dann habe ich wenigstens was Interessantes in den Videos. Und wenn ihr mit mir gemeinsam Ragnarok Online spielen wollt, wenn ihr es noch nicht spielt, aber euch dafür interessiert, dann schaut auf www.euro, also wie der Euro halt, -ro, also ro, euro-ro.net. Da könnt ihr euch das Spiel downloaden. Der Client ist ca. ich glaube 1,4 Megabyte groß. Gigabyte meine ich natürlich. Und ihr könnt euch da anmelden und ihr könnt euch, also das Spiel ist leider kostenpflichtig, aber man hat auch wirklich viel zu tun, also ist schon, hat schon seine Berechtigung. Ihr könnt dort aber 7 Tage kostenlos testen. Also mich würde es freuen, wenn sich ein paar finden würden. Dann bin ich hier nicht so alleine beim Spielen. Schnüfft's. Und ja. Wie gesagt, wenn ihr mit mir spielen wollt, ich würde mich freuen. Man könnte sogar eine Gilde auf die Beine stellen. Ja, der Nonsense-Fanclub. Nein, so nennen. So würde ich sie nicht nennen. Irgendwie anders. Also wie gesagt, alles kann hier, nichts muss. Außer ich aufs Klo. Aber nicht jetzt. Was laber ich da? Ihr merkt, ich Let's Play in Anführungszeichen heute ein bisschen anders. Es ist auch ein ganz anderes Gefühl irgendwie hier, so Ragnarok Online zu spielen. Naja. Wir haben auch gar keine anderen Spieler gesehen. Ich war aber auch noch nicht in der Hauptstadt. Oh, da wird's ja... Oh mein Gott. Es wird sowas von laggen. Durch Fraps dann auch noch. Da steht ja alles voller Händlercharaktere allein schon. Und dort haben auch die meisten Gilden ihre Gildenplätze, wo sie rumgammeln. Ja, muss ich schauen, wie ich das mache. Ich muss davor cutten und erst, wenn sich der PC ein bisschen an die Stadt gewöhnt hat, dann kann ich das mal aufnehmen, glaube ich. Ja, ja. Aber wohl, wir müssen da bald hin, denn wir wollen ja dann leveln. Leveln. Aber heute nicht mehr. Heute nehme ich nur auf, bis wir Thief sind, was wir gleich sind. Ich nehme dann zwar heute weiter auf, lade das aber noch nicht hoch, sondern lade es dann morgen Abend hoch oder so. Ein MMORPG jeden Tag 30 Minuten spielen lohnt nicht. Außerdem muss ich das spielen, wenn ich wirklich Zeit habe. Ihr habt ja gesehen, es ist grindy. Grindy, tolles Wort. Mit wem muss ich reden? Mit dir? Ich habe nur gelogen, um dich aufzuziehen. Hast du wirklich Pilze gesammelt? Du bist ein absoluter Idiot, oder? Dir das mir nicht trauen sollen. Hahaha, was? Ja, schon gut, hör auf mit dem Quatsch. Dies ist der Ort für Schwachköpfe, die Thieves werden wollen. Wenn du auch so ein Schwachkopf bist, sprich mit dem Typen neben mir. Hallo, ich bin ein Schwachkopf. Du da. Gut, also kann ich mal die Pilze sehen? Du hast Orange Net Mushroom 5 Stück gesammelt. Du hast von den Orange Gooey Mushroom 11 Stück gesammelt, mitgebracht. Die Gesamtpunktzahl ist 26 Punkte. Oho, über 25. Cool, gut. Du hast den Test bestanden. Gut, beginnen wir mit der Zeremonie. Halleluja. Gentleman Izzy, was? Du hast den offiziellen Thief-Test bestanden. Ich erkläre, dass du uns beitreten darfst. Blabla, ich gratuliere dir herzlich, du bist jetzt ein Dieb. Wow. Von jetzt an benimm dich wie ein Dieb, wie einer von uns. Wenn du unsere Gilde entehrst, wirst du ohne zu zögern ausgeschaltet. Ich erwarte deine Taten als großer Dieb. Weggetreten.
Ja, willkommen in der Gilde, mein Kollege. Ich bin Brad. Ich bin verantwortlich für die Beziehungen innerhalb der Gilde. Tja, du kennst mich noch nicht, aber später wirst du mich umso häufiger sehen. Eine kleine Unterstützung für einen Anfänger wie dich. Mach damit, was du willst. Ja, wir haben Geld bekommen. In Ordnung, kümmere dich um deinen eigenen Kram. Ich mach das ab jetzt auch. Bis dann, Kumpel. Wer ist Brad? Bist du Brad? Ja, du bist Brad. Was? Pinkel irgendwo hin und geh dann schnell wieder. Im Moment findet keine Spezialveranstaltung statt. Komm nochmal wieder, sobald du etwas hörst. In Ordnung? Wieso soll ich hier hinpinkeln? What the fuck? Ah, unsere neuen Skills. Die gucken wir uns aber erst an, wenn wir ein Joblevel haben. Schnell die Papiertüte wieder auf. Eine Rüstung. Und folgendes. Das ganze Novizzeug können wir leider nicht mehr tragen. Es bringt auch kein Geld, deshalb können wir es einfach wegschmeißen. So, das war's von meiner Stelle für heute. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr findet das auch interessant. Ich weiß, es ist noch nicht viel passiert. Ich bin etwas komisch drauf, weil ich etwas nervös bin, zugegebenermaßen. Und hab gelabert wie ein Wasserfall. Ich weiß nicht, ob ihr alles verstanden habt, aber jetzt geht's erst richtig los. Ich meine, jetzt wird gelevelt, jetzt brauchen wir keine Prüfungen machen, jetzt wird weiter gegrindet. Hurray! Ich werde auch nicht alles aufnehmen, ich werde jetzt ein bisschen aufnehmen, dann werde ich vielleicht nur wieder 3-4 Level nicht aufnehmen, damit ihr auch verschiedene Orte seht. Aber für heute war's das. Ich verabschiede mich, danke schön fürs Zusehen. Wie gesagt, wenn ihr mit mir spielen wollt, www.euro-ro.net. Ich schreibe es noch in die Videobeschreibung. Wenn ihr es auch spielt, schreibt mich ruhig in-game an. Alles kein Thema. Bis dann, wiederschauen und reingehauen. Yeah, Game One-Sprüche.